Liebe Vorarlbergerinnen, liebe Vorarlberger, mein Name ist Heidi Liegel und ich arbeite als Pastoralassistentin in der Pfarre Altach. Ich freue mich, meine Gedanken zum Tag heute mit euch teilen zu dürfen. Momentan bricht vieles von dem, was wir als Normalität kennen, zusammen. Das eigene Leben muss radikal umgestellt werden. Vieles, das für uns so selbstverständlich ist, zu arbeiten, in die Schule zu gehen, zu reisen, einen Ausflug mit Freunden zu unternehmen, mit der Familie zusammen zu sein, geht plötzlich nicht mehr. Aber diese Situation birgt auch die Chance, unseren Alltag zu durchbrechen. Unter meinen Kindern höre ich des Öfteren: Das, was du mir angetan hast, das zahle ich dir zurück. Ein biblischer Gedanke, den ich mit euch teilen möchte, eröffnet eine ganz andere Perspektive. In jener Zeit trat Petrus zu Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder, meiner Schwester vergeben, wenn er oder sie sich gegen mich versündigt? Siebenmal? Jesus sagte zu ihm: Nicht siebenmal, sondern 77-mal. Die Art der Vergebung, die Jesus meint, ist radikal. Radikal kommt vom Wort radix, was so viel bedeutet wie Wurzel oder Ursprung. Der Apostel Petrus meint, Vergebung ist messbar oder berechenbar. Er wird eines Besseren belehrt. Vergebung hat ihre Wurzel, ihren Ursprung im Vorbehaltlosen. Sie kann nicht aufgerechnet werden. Wer vergibt und wer Vergebung annehmen kann, wird befreit. Und dies ist sicherlich eine der schwersten Aufgaben, die wir im Leben zu bewältigen haben. Und manchmal ist sie fast unmöglich. Doch die Schuld, die Last und Belastung, der Schmerz, das Erstarrte und Versteinerte, die Isolation kann durch Vergebung auf beiden Seiten gelöst, erlöst werden. Vorbehaltlose Vergebung befreit zum Leben, befreit zum Weiterleben. Vergebung ermöglicht Neuanfänge. Und vielleicht kann so manche von uns diese Tage nutzen, um darüber nachzudenken, wo ich selbst Vergebung brauche oder wo ich selbst vergeben kann. Heute denke ich besonders an jene Menschen unter uns, die nicht mit ihrer Familie zusammen sein können, entweder weil sie zu weit weg ist oder durch die beschlossenen Maßnahmen Distanz gehalten werden muss. Heute bete ich für all jene, die in großer Unsicherheit und Angst leben, um Gelassenheit und das Vertrauen, dass Gott uns gerade jetzt beisteht. Und so wünsche ich uns, dass diese Tage der Isolation auch Tage des Vergebens werden.